Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Timo Erdmann zu Gast. Timo ist der Betreiber des YouTube-Kanals Matrix Bewusstsein und hat unter anderem auch einige sehr interessante Beiträge zum Thema Astralreisen und außerkörperliche Erfahrungen auf seinem Kanal gepostet. Und ich fand einfach, dass er ein super cooler Typ ist und wollte mich gern mal mit ihm unterhalten. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich bin sehr gespannt. Hallo lieber Timo, schön, dass du heute dabei bist. Grüß dich, hallo. Ja, mein Thema ist natürlich Astralreisen und ich bekomme immer einen Haufen E-Mails von meinen Seminarteilnehmern und auch von Leuten, die ich nicht kenne. Kannst du nicht mal wieder eine Podcast-Folge machen mit jemandem, der Erfahrung hat, mit jemandem, der auch unterwegs ist, damit einfach auch mal verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen zum Thema in den Raum gestellt werden. Und das finde ich auch immer total wichtig, denn jeder hat ja eine sehr individuelle Wahrnehmung und auch ein Erfahrungsspektrum. Und du hast ja nun einiges auch erlebt und erarbeitet zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Was mich jetzt erstmal interessiert ist, wie bist du überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen und wie lange liegt das zurück? Das erzähle ich gern. Also ich bin ja jetzt 45 Jahre alt und habe im Prinzip seit Geburt damit zu tun, kann man so sagen. Das ist, ja, man könnte sagen, mir wurde es leicht gemacht, diese Welt zu betreten. Und habe dann als Kind auch sehr, sehr viele Horrorerlebnisse natürlich gehabt, weil ich da nächtliche Ausstiege hatte und damit einfach nichts anfangen konnte. Und so über die Jahre hinweg ja, hat sich das zugespitzt. Man ist dann irgendwie nachts immer in irgendeiner Welt unterwegs, die einem Angst macht. Und fängt dann eben an, den Schlaf zu vermeiden. Und entdeckt dann irgendwann so mit 30, dass andere Leute das lernen möchten. Und versucht dann erstmal so tiefer einzusteigen und das Ganze zu verstehen. Genau, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Ja, finde ich spannend, weil das ist ja so genau das Gegenteil von dem, was die meisten Leute, ich sag mal 99 von 100, versuchen es einzuleiten bewusst und üben und versuchen sich mit Techniken. Und dann gibt es so diesen einen von 100, zu denen du gehörst, die das als Kind spontan erleben und sich auch noch dran erinnern können. Mhm. Und du hast da ein Wort genannt, als Kind kann das natürlich auch erschreckend sein oder mit ja, Angst dann verbunden sein. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Genau, also man kann es so sagen, wie ich noch ganz, ganz klein war, also ich sag mal schon fast noch Schnulleralter, war das so, dass die Welt, da war ich noch unbehaftet und dann konnte ich auch austreten und habe ich viele Erinnerungen auch an Fraktale und verschiedene Farben und auch nette Wesen, wo Vertrauen da war und so, das weiß ich alles. Und sobald man älter wird und auch dieses eigene, die eigenen Ängste aufbaut und auch natürlich eigene Fragen hat ans Leben, umso mehr habe ich gespürt, dass da in der Welt einfach schlimme Dinge passieren. Für mich, also angsteinflößende Dinge. Da wurde ich zum Beispiel nachts ins Bett gebracht, auf den Rücken gelegt und dann fällt man halt mal so durch sein Bett durch, dann kommt unten an und dann, ja, tatsächlich sind dann wieder diese Schattenmenschen, wo auch andere von berichten, die einen anfassen wollen. Oder man wird ins Bett gebracht und man kann sich nicht bewegen, man bleibt in der Schlafstarre stehen. Und es kommen halt irgendwelche Wesen an einen, berühren einen, lösen auch Schmerz aus. Man denkt, man wacht auf, rennt rüber zur Mutter zum Beispiel, brüllt die an und die reagiert nicht, weil man immer noch in dieser astralen Schleife drin ist. Also man kann sich das vorstellen wirklich, dass das, wenn man Angst vor etwas hat, formt man auf der Ebene eben seine eigenen Ängste. Und das muss man natürlich erstmal verstehen im Bewusstsein. Ja. Aber so kann man sich das vorstellen. Es war wirklich eigentlich ein lächerliches Szenario. Ja. Mal ganz schlimm, mal weniger schlimm, so würde ich es mal sagen. Ja, rückblickend, wenn du jetzt mal insbesondere so auf Schattenmenschen, weil das höre ich oft, ne, dass Leute sagen, ja, ich habe das versucht und es hat auch geklappt, aber ich bin dann mit so komischen Entitäten in Berührung gekommen und das ist eine untere Astralebene oder das ist sind Dämonen. Was ist dein Take dazu? Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Also ich muss noch mal kurz ausholen, weil ich habe ja dann irgendwann mal verstanden, dass ich mich dieser Welt stellen muss. Und egal welcher Sache man sich stellt, muss man seine Angst fühlen, versuchen zu kontrollieren und irgendwie auch loszulassen. So, mal das vorab. Aber diese Schattenmenschen oder Dämonen oder ja auch andere Wesen,
Das sind quasi auf der Astralebene unsere geformten Ängste. Das sind einfach nur letzten Endes, wie ich es erlebt habe, einfach Äußerungen, wie sieht meine Angst aus, wenn ich sie forme. Das könnte sein, dass deine Angst ein ganz anderes Wesen darstellt wie meine Angst. So wie auch dein geistiger Helfer könnte ein helles Kleid, ein buntes Kleid anhaben und meiner könnte aussehen, sage ich mal, jetzt wie ein Engel oder sowas. Da ist, glaube ich, viel Individualität im Erschaffen der eigenen Wesen auf der Astralebene. Und zu den Schattenmenschen oder auch ja den Dämonen, die existieren, so weil es ja meine sind. Und deshalb existieren die genauso lange, bis ich meine Schattenseiten ansehe, weil ich habe wirklich mit der Welt angefangen zu arbeiten. Also ich sage immer so, im Wachzustand habe ich versucht zu verstehen, wovor habe ich Angst. Themen wie Tod, Themen wie was diese Sinnfrage hinten dran bringt, auch Themen überhaupt, was wird mit deinem Leben, was macht das alles hier? Und umso mehr ich da einen Durchbruch erlebt habe, konnte ich kontrollieren, dass ich auf der anderen Ebene einfach weniger Kontakt mit meinen geformten Ängsten hatte. Und da habe ich dann diesen Zusammenhang gesehen und habe dann auch angefangen, eben über im YouTube-Kanal mal das zu rauszuhauen, sage ich mal, per Anleitung, weil ich es dann doch spannend finde, dass es festzustellen, dass es eine Spiegelwelt ist. Das sind zwei bewegte Welten, in denen wir leben. Ja. Die spiegeln sich einfach. Ja, ja, ich finde es ganz wichtig und vor allen Dingen hast du es auch super erklärt, ne? Denn diese, für mich ist es so ein bisschen diese unbegründete Angst, dass man da draußen in Gefahr ist, ne? Wenn man astral reist oder außerkörperlich reist, wie immer das jetzt bezeichnet werden soll. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, ne? Dass dieses, was immer sich da für mich dämonenhaft dargestellt hat, das waren Projektionen meiner eigenen oder nicht nur Projektionen, sogar Manifestationen meiner eigenen Ängste, die immer wieder gefüttert wurden durch jahrelanges sich erinnern an die Angst und immer wieder neu projizieren. Und mein Weg damit umzugehen war natürlich auch das, dass ich mir bewusst werden durfte über die Angst und dann die Konfrontation ist heute so mein, ich geh dahin, ne, und wer bist du, was willst du? Und in den meisten Fällen verpufft es und hat nicht mal was zu sagen, ne, und dann ist der Weg wieder frei. Deswegen an alle Hörer, die sich da draußen rumtreiben möchten und die Astralreisen unternehmen möchten, mit diesem Bewusstsein, dass vieles eigene Projektionen sind, kann man da total angstfrei rangehen im Prinzip. Mhm. Könnte ich so unterschreiben. Muss man auch insofern sehen, wir haben natürlich auch Bücher und andere Kanäle, andere Meinungen, die dürfen ja auch sein, die die Welt als etwas Gefährliches beschreiben oder auch eine Welt, wo man sterben kann, also in echt sterben kann, vielmehr den Körper ablegen könnte. Wir sprechen ja immer aus den eigenen Empfindungen raus. Und klar, in der Astralwelt finden auch fremde Gedanken ihren Platz. Das muss man dazu sagen. Also dort haben wir auch Formungen, die durch das Kollektiv gedacht werden. Und es ist schwierig, das zu unterscheiden, wenn man unterwegs ist. Es ist auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Aber Olli, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich sehe das auch als völlig gefahrlos. Es kann zu einer psychischen Belastung werden, wenn einer einsteigt und es nicht mehr abstellen kann, was dann auch in aller Regel so ist. Aber ich sehe es als positiv. Es geht darum, dann vorwärts zu gehen, durchzugehen, die Ängste zu verlieren. Und auch das finde ich fantastisch, dass du das so ausgedrückt hast. Es ist genau das. Du brauchst vor nichts Angst zu haben. Wenn ein Dämon vor dir steht, genau wie du sagst, angstfrei zu sein, gibst du ein Küsschen realistisch auf. Und das ist immer wieder genau die Geschichte auch im echten Leben. Einfach das Loslassen, ne, von allem. Und dann beginnt es in beiden Welten Spaß zu machen. Ja. Absolut, kann ich total unterschreiben. Lass uns mal so ein Stück in Richtung Technik gehen oder praktische Herangehensweise, weil die meisten Leute wissen gar nicht, wie fange ich damit an, ne? Was ist, wo fängt mein Weg damit an? Und machst du eine bestimmte Vorbereitung für dich oder legst du dich einfach auf die Couch und sagst so, ich gehe jetzt mal raus oder gibt's da einen Prozess, der eine Meditation oder Atemübung oder was auch immer beinhaltet? Also es ist ganz wichtig, vorm Start sich von einem Alltag zu entkoppeln. Das heißt, ich kann nicht in eine Reise starten, wenn ich noch in irgendeiner Art und Weise befangen bin in dem Tag oder vielleicht in einer Emotion, die vor 2 Stunden auf der Arbeit war oder sowas. Das ist unwahrscheinlich hinderlich. Deswegen empfehle ich es immer, dass man erstmal, bevor man reist, versucht, so 10, 15 Minuten ganz normal im Stillen zu meditieren, um sich zu entkoppeln.
Dann geht es natürlich weiter, dass ich in eine Lage kommen muss. Ist ja klar, ne? Dass ich die nicht mehr anstrengend halten muss, sondern ich lege mich eben irgendwo hin auf eine Liege oder ähnliches. Und da, ja, ist immer wieder der spannende Moment. Geht es im Prinzip mit der Meditation weiter? Aber ich steuere ja auch bewusst diese Reise an, muss aber im selben Moment alles auch wieder loslassen, wenn ich reisen will. Ich muss sogar die Idee, dass ich gleich reisen will, wieder loslassen, dass ich in so eine feine Schwingung komme letzten Endes und in dieser Phase einfach versuchen, wach zu bleiben. Ja? Das ist so mit das, was ich erstmal immer auch beibringe oder versuche zu erklären. Dann haben wir natürlich auch die Leute, die sich gut wach halten, die sagen mir auch, sie sind nicht so im Kopf, muss ich so akzeptieren, wenn ich es gesagt bekomme. Da empfehle ich dann vielleicht, mit Übermüdung zu arbeiten. Das ist auch eine Taktik. Wenn man sich mal ein bisschen länger wach hält, das kann man machen, da rede ich jetzt nicht, sondern wirklich mal von 5, 6, 7 Stunden nachts wach hält und man dann eine Astralreise ansteuert und sich hinlegt, könnte es so sein, dass man kurz einschläft und wieder wach wird und in der Schlafstarre aufwacht und dann auch reisen kann. Also diese beiden Optionen. Aber Vorbereitung auf jeden Fall wäre die Übung der Meditation. Sich frei zu machen. Ja, und das möglichst regelmäßig. Ne? Ich denke, es nützt nichts, jetzt zu sagen, oh, ich meditiere mal 3-mal und damit hat sich die Sache. Ich bin seit 22 Jahren unterwegs und für mich ist diese Regelmäßigkeit, insbesondere in den letzten Jahren, ist so ganz, ganz wichtig geworden. Das sind nur 20 Minuten am Tag, ne? Und die mache ich nicht mal unbedingt vor einer Erfahrung, die ich anstrebe, sondern ich mache sie ganz konsequent zu einer bestimmten Tageszeit. Die Zeit nehme ich mir, um einfach auch mit mir selber einzuchecken und zu gucken, was ist in mir los, was ist mit mir los, bin ich ruhig, bin ich nervös, bin ich ängstlich, denn wir werden ja auch immer bombardiert mit Informationen aus allen Richtungen in unserem Tagesbewusstsein und das müssen wir ja irgendwo auch ablegen und los oder loslassen. Und dieses tägliche Einchecken ist für mich so ein essentiell in meiner Praxis für außerkörperliche Erfahrung geworden. Ich kann mir nichts Effektiveres vorstellen. Techniken, kommen wir gleich drauf zu sprechen, sind natürlich auch hilfreich und wichtig, aber so erstmal die Grundstimmung in einem Menschen, die muss auch erstmal da sein. Das stimmt, absolut, ja. Ich denke auch, dass das Meditieren ist die Basis überhaupt, alles Mögliche erstmal zu verstehen, auch einen Zustand kennenzulernen, der völlig weg ist von dem Alltag. Und der befreit einmal natürlich in dem Wachbewusstsein, der befreit unwahrscheinlich. Der zeigt uns auch ein neues Gefühl, was man dann auch versuchen kann im Alltag, ohne bewusste Meditation im Sitzen, sondern im Alltag das aufrechtzuerhalten. Und der ist tatsächlich, ich schreibe es auch ganz oft, Voraussetzung, ja. Für die Übung, würde ich auch sagen. Also ein Durcheinanderkopf, jemand, der voll im Alltag steckt und auf 180 durch den Alltag geht und heimkommt, will gleich reisen, würde ich sagen, nein. Ja, es ist tatsächlich so dieser Zustand gefragt. Es ist so, ich sehe es immer so ein bisschen als Drahtseilakt, ne, zwischen Wachsein und Schlafen. Und der ist, mit Übung kann man das lernen, den zu halten. Und es gibt auch wunderbare Unterstützung dabei. Ich arbeite ja mit dem Monroe-Institut und Bob Monroe hat damals eine sehr genaue Definition dieses Zustands getroffen und dafür auch ein Produkt entworfen, was aus Frequenzen besteht, die binaurale Schwingungen im Gehirn verursachen und da relativ genau greifen. Wobei jeder Mensch tickt ja auch so ein bisschen anders. Ne? Das kann einen guten Rahmen geben, aber, und da bin ich jetzt auch auf deine Meinung gespannt, so toll ich das finde, es bleibt ein Rahmen, ne? Und irgendwann muss man diesen Rahmen auch wieder sprengen. Wenn ich mich abhängig mache jetzt von so einer Audiotechnologie, ich finde, das ist ein guter Zündstarter, damit kann man erstmal gut einen gewissen Zustand üben, aber das ist wie beim Radfahren, ne? Wenn ich hinten die Stützräder dran behalte, dann komme ich nie irgendwie auf die schnelle Bahn mit dem Rad. Ne? Genau. Also ich sehe es, also da ist es wieder natürlich klar, wir sind komplett individuelle Wesen. Das kann natürlich sein, dass dadurch, dass jemand ein Stück hört, er einen besseren Fokus hat, besser loslassen kann. Und ein anderer sagt, ich brauche die absolute Ruhe, überhaupt den Zustand auch feststellen zu können. So bin ich auch. Aber ich sage immer zu jedem, der das übt, probiert's aus. Mit binauralen Beats, mit einem anderen Lied. Versucht's mal in der Stille, probiert's aus, weil jeder, wie gesagt, ganz individuell ist. Und dann
kommt auch nochmal der Punkt hinzu, wer mit Musik einsteigt, nimmt diese Musik auch mit auf die Reise. Und das ist immer das, was ich sage, weil sobald du ja mit deinem Körper zu tun hast, also mit dem Hören, mit dem Schmecken oder mit dem Fühlen, besteht auch immer mehr die Gefahr, dass du wieder zurück in den Körper gezogen wirst. Ich habe da für mich entdeckt, wenn ich einen Zustand habe, der ganz frei ist. Das habe ich mal so erklärt, wie als würde ich meinen Körper in den Wald legen und gehe danach astral reisen. Und dann würde ich den ja auch mit Sicherheit in eine Hütte legen, wo die Fenster zu sind, wo keine Spinnen, keine Mücken drin rumfliegen, wo kein Lärm ist, sondern wirklich so, dass der Körper einfach nicht gestört wird, damit ich in Ruhe diesen Ausflug machen kann. Das ist so meine erste Empfehlung, das so zu probieren. Wer mit Musik arbeitet, ganz klar, nimmt die Musik mit auf die Reise. Da habe ich aber auch nochmal eine Idee. Man kann durch die Musik ganz gut reinkommen ins Abkoppeln. Und dann stellt man sich die Musik so ein, dass sie zum Beispiel nach 15 Minuten vollständig aus ist und du hast nur noch deine Kopfhörer an. Dann hast du nochmal einen zusätzlichen Ruhepol und auch ein zusätzliches Begreifen, dass du gerade in einem ganz krassen Zustand landest. Ja? Weil die Musik ist weg, der Fokus ist weg, Körpergefühl hast du schon abgelegt. Das ist auch eine gute Methode, um das mit beidem einfach zu probieren. Ne? So Einstieg mit Musik und dann raus in die Stille. Genau. Wie machst du das persönlich? Wie ist so deine Routine dafür? Hast du eine besondere Liege oder einen besonderen Platz, den du dafür auserkoren hast? Und wie gehst du in deinen Prozess? Also ich hatte früher, ganz früher hatte ich keinen besonderen Platz. Da ist es passiert, da habe ich abends einen Fernseher angehabt, Licht angehabt, Lampen angehabt und hatte Schiss, jede Nacht zu schlafen. So, das war so circa bis 2:33. Und dann, als ich mich gedreht habe, habe gesagt, ich will mich dem Ganzen jetzt stellen. Und da habe ich mir eine Liege gekauft. Die konnte man so quasi so einstellen, dass ich so einen Schwebezustand hatte. Dass ich so ganz leicht, keine Druckstellen, nicht zu hoch, nicht zu runter. Und da habe ich es immer mittags um 16 Uhr ganz bewusst versucht zu trainieren, weil ich habe da immer so ein bisschen eine Müdigkeit mitgebracht. Oder sagen wir mal zwischen 3 und 4, habe mich hingelegt. Und da habe ich wirklich wahnsinns tolle Reisen mit der Liege, mit der Sien, die ich da hatte. Da habe ich ganz viel auch gelernt, ja, so, also wirklich gelernt, wie kann man das denn beeinflussen auch. Und heute ist es so, das hört sich jetzt ein bisschen angeberisch an, aber ich lege mich auf die Couch, wenn ich das will, und dann kann ich den Zustand einfach entstehen lassen. Und das mache ich dann immer nachts. Das ist da, gehe ich um 3 Uhr, stehe ich auf, und dann, wenn ich Lust habe, mache ich eine Reise, und wenn nicht, halt nicht. Das kann ich mittlerweile. Aber ich kann mich echt überall hinlegen und ich kann mich ganz schnell fallen lassen, weil ich das kenne. Das ist einfach, ich weiß, das funktioniert jetzt, da gehe ich rein und fertig, ja. Ist ja in der Lage, so etwas auch zu verankern, ne? Wenn du das entweder mit Absicht verankerst, einen bestimmten Zustand, oder eben auch durch Übung automatisch verankerst, dann geht's über die Erinnerung. Mhm. Und was ich auch immer den Leuten gerne sage, ist, macht euch auch mal Gedanken im Vorfeld, über den Grund, warum will ich das überhaupt? Ich denke, da ist auch erstmal ein Schlüssel drin zu finden. Ist das jetzt so eine Ego-Sache, die sein will, wo ich vielleicht auch gegen den Fluss oder gegen den Strom schwimme, weil vielleicht noch was ganz anderes wichtiger ist in meinem Leben als diese Erfahrung in diesem Moment? Oder ist es ein authentischer Wunsch nach Expansion, nach Erinnerung, nach authentischem Verlangen irgendwo dahinter? Aber ja, mich hat das irgendwann zu der Frage gebracht, ist das Bewusstsein denn tatsächlich im Körper? Muss da überhaupt was aus dem Körper raus? Oder ist das alles nur ein Spiel, was sich das Gehirn oder der Verstand ausdenkt oder annimmt, weil es in der Literatur so verpackt wird? Und ich habe durch die Fragestellung, ist das Bewusstsein wirklich im Körper oder ist der Körper im Bewusstsein? Darüber habe ich für mich nochmal einen ganz neuen Zugang gefunden, wo mir dann irgendwann klar wurde, ich bin ein multidimensionales Wesen, und natürlich, für mich ist heute klar, der Körper ist im Bewusstsein und nicht umgekehrt. Ne? Trotzdem muss ich mich von dem Körper lösen in irgendeiner Form, weil ich habe ihn erschaffen. Weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich habe ihn ja selber manifestiert und erschaffen. Und jetzt ist die Aufgabe, wie werde ich das Ding los? Ne? Zumindest temporär in meinem Geist. Ja, also ganz spannend auch, ja. Wieder hier viel Synchronität unserer Gedanken. Also es ist tatsächlich so, man kann sich das vorstellen, wenn ein Bewusstsein eine Kugel wäre, erscheint in dieser Kugel einfach der Oliver oder der Timo, sehe ich ganz genauso. Also der Körper entsteht in unserem Bewusstsein. Wir haben allerdings mehrere Körper. Also wir können ja nicht nur mit dem physischen Körper leben, da kommt auch ein Ätherkörper und ein Astralkörper, ne, dazu.
Und da muss man sagen, ist es so, dass der Astralkörper immer noch auch Beschaffenheit ist und dass der Astralkörper auch stirbt. Also nach meiner Erfahrung. Der Astralkörper ist an mich, Timo, gebunden. Und der Astralkörper ist letzten Endes auch diese emotionale Fläche, die er mir bietet, um den Körper auch zu fühlen auf einer ganz anderen Ebene. Und ich würde es gerne mal so erklären, wie ich das erlebe. Wir haben letzten Endes kommen wir hier auf die Welt als Timo, als Ego. Und ich kann in dieser Welt, jetzt immer noch als Timo gesprochen, also ich kann zwei bewegte Welten wahrnehmen. Einmal die, die wir als Realität beschreiben, mit dem physischen Körper. Und einmal die wir als Jenseits- oder Astralebene bezeichnen, mit meinem Astralkörper. Da bin ich aber immer noch Person, immer noch Ego, immer noch Timo. Und beide Welten kann ich betreten. Und da gibt's natürlich in der Astralebene oder, sage ich mal, in der feinstofflichen Ebene sicherlich auch ein paar Unterschiede, unterschiedliche Ebenen, die du bereisen kannst. Wobei das auch alles nur Philosophiererei ist. Am Ende landest du da, wo du landest. Und es ist dann wichtig für dich, dass du es eben mal so kennengelernt hast. Aber genau das sind die beiden bewegten Welten, die ich jetzt als Timo betreten darf. Und da auch nochmal die Motivation, hast du absolut recht. Wer will warum reisen? Und man braucht ein gewisses Bewusstsein. Man braucht auch diesen richtigen Zeitpunkt, weil du wirst nichts erleben, wenn es noch nicht für dich passend ist. Das sage ich auch vielen. Wartet's ab. Wenn es kommen soll, kommt's. Und ich würde sagen, der Hauptgrund der meisten ist einfach auch die Beweissuche, dass es tatsächlich nochmal eine andere Ebene gibt. Und da erinnere ich ganz gerne einfach nur an die Traumwelt. Sag ich, ihr macht's jede Nacht, nur halt eben nicht bewusst. Das ist der einzigste Unterschied. Aber besucht, warum träumen wir, warum gibt's die geistige Welt? Was ein Quatsch. Wenn wir nur Körper wären, würdest du den Kram gar nicht geben. Würdest du schlafen, aufwachen, arbeiten gehen? Was willst du danach noch rumträumen? Und deswegen ist schon Beweis genug. Ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass diese Welt tatsächlich existiert. Und wir diese Welt dann wieder vollständig betreten werden, sobald wir den Körper ablegen. Ja, sehr schön erklärt. Sehr viel Resonanz für mich da drin. Wie siehst du, also ich habe auch immer wieder die Frage, jede Woche mindestens 3-4 Leute, die mir schreiben, ja, wenn denn das stimmt und das alles tatsächlich funktioniert und nicht nur Spinnerei ist, dann zieh mich doch mal aus dem Körper. Dann komm mich doch mal besuchen und zieh mich aus dem Körper. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also das ist ganz wichtig, dass ich mich hier, ich kenne die Fragen, ne? Das ist also Hauf. Ich hätte auch Ja sagen können, das Geile ist, wenn derjenige davon überzeugt ist, steht der Timo da und zieht ihn aus dem Bett, weil er es selbst so projiziert. Das ist meine Meinung dazu. Ich will aber nicht sagen, dass das andere unmöglich ist. Das ist für mich ganz wichtig. Ich schließe das definitiv nicht aus. Ich könnte mir vorstellen in meinem Bewusstsein, dass das wirklich funktioniert, dass ich als Timo eine Projektion bin, ja, und komme irgendwo hin und würde jemanden anderen eventuell auch rausziehen können. Aber ich kann es nicht. Ich habe solche Sachen tatsächlich schon probiert mit Freunden. Ich kann es einfach nicht. Oder habe das Gefühl, dass ich es nicht kann. Und ich habe das Gefühl, dass das, was ich zuerst gesagt habe, eine große Wahrheit trägt, dass es wirklich dann auch, wenn ich erscheine, in seiner Welt einfach nur eine Projektion bin. Klar gibt es da auch vom Monroe-Institut ja auch diese Reisen, wo man zu zweit begonnen hat. Ja, die bringen mich natürlich dann wiederum auf die andere Meinung, wo ich sage, guck mal da. Da sind zwei Leute, die sind gleichzeitig gestartet und erzählen was von den gleichen Welten. Und da war mal mein Kerngedanke dazu, vielleicht liegt es auch daran, weil die eben gemeinsam, bewusst und jetzt starten, dass es damit vielleicht zusammenhängen mag, dass man da auch eine gleiche Welt betritt. Ja. Also ich habe tatsächlich Experimente in der Form gemacht und für mich war eigentlich das der Schlüssel dazu oder die Erkenntnis daraus, warum es funktioniert hat, nicht, dass wir das zur gleichen Zeit gemacht haben. Ich und meine Reisepartnerin damals, wir haben uns tatsächlich nur für eine Woche verabredet, ne, und haben gesagt, nächste Woche gehen wir dort und dorthin, mal schauen, ob wir uns treffen und dann vergleichen wir unsere Ergebnisse. Und klar war da auch sehr viel nicht konform, aber sehr viele essentielle Sachen, desto länger wir das gemacht haben, waren dann übereinstimmend. Und meine Theorie dazu war tatsächlich, dass wir ein eingespieltes Team waren irgendwann. Wir kannten unsere Schwingung, wir haben Erkennungsmerkmale gehabt
Und man muss ja auch dazu sagen, denn wenn ich außerkörperlich bin, dann sehe ich nicht so aus wie jetzt. Wie erkenne ich denn meinen Reisepartner? Der sieht nicht aus wie Timo Erdmann, so wie er jetzt hier auf dem Foto erscheint oder auf dem Bildschirm, sondern ich erkenne ihn an der Schwingung. Ich erkenne ihn an seiner, ja, an der Persönlichkeit, an dem, was er ausstrahlt in meiner Nähe. Und das war, glaube ich, für mich so erstmal das Schwierigste. Klar, dann kommt ein visueller Eindruck, wenn das gekoppelt wird praktisch, ne, diese Information. Aus meiner Erinnerung heraus kommt dann das Bild von dem oder derjenigen. Und dann funktioniert das. Ich mache das oft mit Gruppen, auch im Workshop, ne, und einfach so als Experiment. Manchmal funktioniert super, manchmal funktioniert es eben nicht. Jeder muss sich am Ende seine eigene Meinung darüber bilden. Ist das real und was ist überhaupt Realität? Ne, dann. Deswegen, ich sage immer, es gibt insofern kein richtig und kein falsch. Das ist ja auch nichts Neues. Aber es ist auch wirklich so, wie erlebt man, welche Erfahrungen hast du gemacht? Und das dafür hast du einen riesen Freiraum. Und deswegen kann ich auch nur von meiner Seite, es ist sehr, sehr gut, was du jetzt angesprochen hast, mit dem Abstehen, auch mit den Schwingungen, sehr, sehr gut. Kommt bei mir absolut an. Ne? Fühlt sich total gut an, was du da sagst, weil genau, man stimmt sich ab, man geht in Resonanz, man hat ein gemeinsames Ziel, eine Absicht. Warum soll es nicht funktionieren? Ne? Ja. Ja, absolut. Eine Frage, die mir gerade so auch in den Kopf schießt, die immer wieder gestellt wird, weil sie in der vor allen Dingen alten Literatur hauptsächlich auftaucht, ist die Silberschnur. Wie betrachtest du das Phänomen? Die Silberschnur, ja. Also wir müssen immer ein bisschen unterscheiden. Man versucht, Dinge zu erklären und wir brauchen Bilder, damit auch unser Verstand irgendwie damit was anfangen kann. Also ich würde das so beschreiben, dass diese Silberschnur einfach da ist, weil wir darüber reden müssen. Wir sind mit unserem Astralkörper an den physischen Körper gebunden, logischerweise. Die zwei leben ja jetzt und hier. Und irgendwann, wenn ich meinen physischen Körper abgelegt habe, steht mein Astralkörper da und stellt fest, das kann bei dem einen schneller gehen, bei dem anderen weniger schnell, je nachdem, wie ich mich in meinem Leben auch damit beschäftigt habe. Okay, der physische Körper ist tot. Und jetzt geht es ja darum, dass er sich auflöst nach und nach. Also er muss ja erstmal ins Begreifen kommen, ich bin tot, muss erstmal verstehen, dass er auch die Person jetzt loszulassen hat. Das wird ein ganz sanfter, ein ganz, ganz toller und begleiteter Vorgang werden. Der lässt quasi alles, was Persönlichkeit ist, dann hinter sich. Und das ist der Prozess dieser Silberschnur, den wir so beschreiben, ne? Wenn die dann durchtrennt ist, wenn es klar ist, dass der physische Körper weg ist, dann kann erst der Astralkörper auch wieder weitergehen und sich depersonifizieren, wenn man das so nennen mag, und seine Erfahrungen einfach mit in sein Uratom nehmen, weil wir haben ja einen unsterblichen Kern, das muss man immer wieder betonen. Wisst ihr eigentlich, dass wir unsterblich sind in unserem eigenen Wesen? Das ist einfach eine mega Nachricht. Und aber natürlich nicht die Person, ne? Das muss man immer wieder sehen. Wir gehen dann zurück zu unserem Urkern, der da unsterblich ist und der da die Erfahrungen und Informationen aufnimmt. Genau. Ja, und deswegen würde ich eher sagen, also die Silberschnur ist meiner Erfahrung nach in irgendeiner Art und Weise eine Beschreibung, um diesen Vorgang einfach zu erklären. Ob die wahrhaftig da ist, es soll Leute geben, die dann an der Silberschnur arbeiten, ich habe das auch schon alles mitbekommen, oder irgendwelche Dinge kletten. Keine Ahnung. Wer dran glaubt? Ne? Ja, es ist meine Meinung. Wer dran glaubt, der oder wer sie erwartet, der wird sie auch wahrnehmen unter Umständen. Ich habe sie gesucht und nicht gefunden bei mir. Aber das heißt nicht, dass es sie nicht vielleicht gibt, nur weil meine Wahrnehmung nicht dementsprechend ist. Und ich denke, vielleicht ist es auch eine Frage, wer sie braucht, der hat sie. Und wer mit dem Grundvertrauen dran geht, dass da sowieso nichts passieren kann, der braucht vielleicht auch diese Sicherheit nicht, dieser Anbindung. Ja, durchaus möglich auf jeden Fall. Ja. Ja, Mensch Timo, uns geht die Zeit so ein bisschen hier schon flöten und ich habe noch eine ganze Menge Fragen, vor allen Dingen auch so ein paar Stories hätte ich gerne gehört von deinen Erlebnissen, die du unterwegs hattest und gucken, wie sich da unsere Erfahrungen vielleicht auch decken und kriegen wir heute nicht mehr runter, aber ich freue mich, wenn du nächste Woche nochmal dabei bist bei Geistreich am Samstag und dann gehen wir gleich in diese Geschichten mal rein und schauen, was da in deiner Kiste alles so zu finden ist. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal, ja? Ciao.